So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Octopath Traveler Sidequest. Wir sind immer noch in Rippletiden, direkt am schönen Meer. Und hier sieht ein Mann in den Horizont hinein. Le Mann, ich bin Le Mann. Ich bin der Mann, oh wow. Der große Abenteurer. Ich will gerade zu einer großen Reise aufbrechen. Es ist der Start in das Abenteuer meines Lebens. Huhuhuhu. Hört ihr das? Ungekannte Länder rufen mich. Und doch bin ich für mein Abenteuer offenbar gar nicht richtig ausgerüstet. Könntet ihr einem großen Abenteurer vielleicht helfen, die Reise seines Lebens vorzubereiten? Vielleicht? Ist eine Questerei mal wieder. Was willst du denn haben überhaupt, ist die Frage, hä? Ich bin Lemann, der große Abenteurer. Vielleicht sieht es nicht so aus, aber ich brauche Hilfe. Natürlich werdet ihr für eure Unterstützung belohnt. Wer mir zu Hilfe kommt, wird eine unvergessliche Nebenfigur in der epischen Erzählung von Lemann. Und das wollte ich schon immer. Eine Nebenfigur sein. Ist viel besser als eine Hauptfigur zu sein. Okay, du. Bist ein Händler. Ich habe gehört, dass die Karawane dort nach Süden ziehen will. Angeblich gibt es weit im Süden ein Dorf, in dem es die besten Quartierblumen gibt. Das ist gut zu wissen. Dieser Händler aus Rippletiden war einst ein Seemann, musste wegen unheilbarer Seekrankheit jedoch seinen Beruf aufgeben. Nun führt er in seiner Hammerstadt ein Geschäft. Der entspannte und umgängliche Mann liebt es, Geschichten von Reisen und Abenteurern zu hören. Oft sieht man ihn mit Seeleuten und Karawanenhänden plaudern. Kann ich dir was klauen? Was Schönes? Ja, tatsächlich kann ich das tun. Mir fällt auch gerade auf, ich habe ganz vergessen, unseren Auftraggeber zu beklauen, den Le Mann. Was hast du denn überhaupt so dabei? Hast du etwas dabei? Einführung für Abenteurer. Natürlich sehr gerne. Was? Fick dich. Ich habe noch ein paar Versuche frei. Ich nehme erstmal den Rest, okay? Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Was ist damit? Lass mich in Ruhe. Ich beklaue dich, habe ich gesagt. Ich glaube, das wird nichts, oder? Ich glaube, das wird echt nichts. Wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach, okay? Ich glaube, wenn man einmal verkackt hat, etwas zu klauen, dann wird es auch nicht beim erneuten Versuchen was. Kann ich dir was stehlen? Abenteurerkluft. Natürlich nehme ich das mit. Ist das alles, was ich haben will, oder... Alles, was ich haben will, willst du das haben? Ich weiß gar nicht, was die Quest war irgendwie. Aber Abenteuerkluft, vielleicht brauchst du die, Le Mann. Ich hab dir zwar gerade mehr was geklaut, aber mir egal. Hier, Abenteuerkluft, nimm sie. Zieh sie an, direkt. Also, das ist genau die Ausrüstung, die ich einen Abenteurer braucht. Aber es kann doch nicht wirklich sein, dass ihr das alles für mich vorbereitet habt, oder? Doch, ich habe das gerade geklaut für dich. Verzeih mir, dass eine völlig fremde Person solche Mühen für mich auf sich nimmt. Trotzdem, angesichts der vielen Arbeit, wäre es da nicht noch unhöflicher, eure Großzügigkeit abzulehnen? Das ist vollkommen richtig, denn ich brauche den Scheiß nicht. Das ist doch in Ordnung, oder? Vielen Dank, das zeigt, welche Freundschaft zwischen uns bereits entstanden ist. Da ich nun komplett ausgerüstet bin, wird es Zeit aufzubrechen, um einen neuen Kontinent zu entdecken. Ich heiße Le Mann und ich werde den Boden betreten, auf den zuvor noch nie jemand einen Fuß gesetzt hat. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns eines Tages wiedersehen werden. Bis dahin, lebet wohl. Ja, lebet wohl indeed. Lebet wohl indeed. Eine Stärke nennen ist eine weitere. Die kriegt da natürlich jemand von uns. Ich weiß noch nicht wer eigentlich. Ich sollte nicht so viel Olbrick stärken, aber ich glaube Olbrick ist ziemlich tot. Aber das ist nicht so wichtig. Olbrick kriegt die jetzt trotzdem einfach die Stärke nennen. Oh, ich soll eine Widerstandsnuss. Ach nee, die habe ich doch die ganze Zeit schon, Mensch. Ja, und den Rest behalten wir jetzt noch so. Egal. Bis zum nächsten Mal. Bei einer weiteren Zeitquest. Ciao.